Liebe Fruchtfreunde, ich begrüße euch zu der Fallobstkuche. Jetzt im Herbst, wo wieder so viele schmackhafte Blätter ab den Bäumen oben runterfallen, ist es Zeit fürs Oktoberfest. Das fruktarische Oktoberfest natürlich nicht in einem bayerischen, sondern eben in einem thurgauischen Ambiente. Mit mir an dem gemütlichen Fest ist auch Rebecca, wo jetzt gerade mal ein bisschen stimmig macht. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Danke, Rebecca. Anstelle von diesen ekligen Weisswürsten und dem gefolterten Suchrot haben wir da die feinen, gut abgehangenen und von selber abgehaltenen Äpfel. Dann haben wir da noch Rettich, latinisch Raffus, auch ein Klassiker vom Oktoberfest. Die darf ich aber nicht essen, weil ich als partieller Ovo-Kalks-Fruktarier keine ganze ermordete Pflanze esse. Dafür aber dörre Eier essen, wenn das Ei freiwillig aus dem Huhn rausgehalt ist. Und der Doktor rechtsdrehend ist und nur in Monaten mit einem R. Ganz genau. Aber die Rebecca, die darf ganze Rettich essen, weil sie Fructo-Raffus-Rebekal-Aktivistin ist. Raffus-Octolunar-Vegetarierin. Wir essen im Oktober bei zunehmendem Mond ausschließlich Rettich essen. Genau, sie ist eine Raffus-Fructo-Rektal-Vegetarierin. So, und jetzt kommen wir zum Wichtigsten am Oktoberfest, nämlich das Trinken. Natürlich nicht Bier bei uns, womit abgeschlachtete Hopfenblüten hergestellt wird, sondern mit wunderbarem, süffigem Wasser, wo freiwillig vom Himmel oben runter in ein Regenfass runtergefallen ist. Und natürlich sagen wir nicht angezapft ist, sondern runtergefallen ist. So, und jetzt haben wir es einfach kogel gemütlich miteinander. Und von dem Wasser wird man fast ein bisschen bedusselt. Das ist, weil es die Chakra-Protonen und die kosmischen Karma-Früchte drin hat, wo dann die Leute aber kein